Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar meinen Papa. Hallo Ilana, ich freue mich. Hallo Papa. Genau, ich hatte mir gedacht, du liest ja mittlerweile oder hörst zumindest sehr, sehr viele Bücher, und da wollte ich einfach mal horchen, was Väter aktuell so hören oder wie du das auf jeden Fall machst, was du so hörst, wie oft du hörst. Und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben. Ja, sehr gerne. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das da draußen seht, ob ihr anerkennt, dass Hörbücher hören auch zum Lesen gehört. Nehmen wir mal an, es ist so. In der Zeit, wo ich aktiv gearbeitet habe, habe ich es einfach nicht geschafft, mich abends noch hinzusetzen und dicke Bücher zu lesen. Dicke Bücher sind für mich irgendwie was für Gänsehaut. Wenn ich zum Lesen gekommen bin, dann ist mir abends meistens der Buchdeckel auf den Kopf gefallen, weil ich eingeschlafen bin. Also das war irgendwie nicht meine Welt. Irgendwann im Laufe des Jahres 2016 bin ich auf die Idee gekommen oder habe von dem Tipp gehört, Mensch, versuch's doch mal mit Hörbüchern. Dann habe ich einige Hörbücher ausprobiert und habe mich dann im Dezember 2016 entschlossen, ein Abo zu machen für einen gewissen Betrag pro Monat, ein bestimmtes Buch, Hörbuch pro Monat. Ja, und seitdem bin ich begeisterter Hörbuchhörer, habe seit der Zeit mittlerweile 124 Titel geladen und gelesen. Und meine Spezialität sind Thriller, also Krimis. Da habe ich einen Favoriten, das ist der Autor Lee Child, ein Amerikaner, der die Figur Jack Reacher erfunden hat, mittlerweile fast 20 Bände rausgebracht hat, die ich alle gehört habe. Insbesondere, weil die Texte von meinem Lieblingssprecher, nämlich Michael Schwarzmeier, gesprochen werden. Irgendwann habe ich dann, als die Bände aus waren und der Lee Child noch nicht so schnell liefern konnte, habe ich dann geguckt, was der Michael Schwarzmeier noch so spricht. Und bin dann zum Beispiel auch auf einen Autor wie Andreas Gruber gestoßen, mit der Figur, mit dem Kommissar Pulaski. Den habe ich noch nicht gelesen. Ich habe die andere Reihe von ihm mit Martin Snyder und wie hieß sie nochmal, weiß ich gar nicht mehr, gelesen. Das war auch sehr gut. Ja, wobei ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht, das stimmt gar nicht. Der Gruber wird ja gesprochen von Achim Buch, auch übrigens ein sehr guter. Aber ich habe auch Serien von Rita Falk, von Chris Carter, von Andreas Föhr einige Bände schon gehört. Oder von Remy Eisen, die Krimis in Südfrankreich spielen lässt. Ja, das ist so meine Vorliebe und da schaffe ich also rund 1 bis 2 Hörbücher im Monat. Nicht schlecht. Das Schöne ist halt, man kann zurückspulen. Ne? Man kann sagen, oh, jetzt das letzte Kapitel habe ich auch jetzt auch verpasst, weil ich eingeschlafen bin. Das kenne ich auch. Das heißt, du liest ganz viel im Bett oder auch irgendwie mal mittags oder also was sind so die Situationen, wo du zum Hörbuch greifst? Ja, das ist insbesondere abends. Das genieße ich. Schöne Kopfhörer auf, so kleine Kopfhörer und dann mit Timer. Das geht ganz gut. Jetzt, wo ich nicht mehr arbeiten muss, gönne ich mir auch mal die Mittagspause, wo ich mal eine Stunde lang höre. Was auch bei mir gut funktioniert, ist auf längeren Autofahrten. Ohne dass ich jetzt großartig abgelenkt bin, kann ich es laufen lassen und die Krimis dann sozusagen mitverfolgen. Das ist so mein Ding, das gefällt mir gut, das würde ich auch weiter beibehalten und vielleicht probiere ich auch mal andere Genres aus, wobei Krimis sind einfach für mich das Beste. Könntest du dir auch vorstellen, zu einem anderen Anbieter quasi zu wechseln, um dort unbegrenzt Hörbücher zu hören? Oder kommt es dir eher darauf an, dass du, ich sag mal, möglichst viel Auswahl hast und genau das hören kannst, was du möchtest? Also ich wäre nicht abgeneigt, andere Anbieter auch zum Vergleich heranzuziehen. Weil du hörst ja nur über eine bestimmte App, sage ich jetzt mal, und zum Beispiel jetzt Hörbücher kaufen und dann irgendwie digitalisieren oder so, das machst du ja eigentlich nicht, ne? Ich schütze mich auf das Angebot des Anbieters, da bin ich bisher immer fündig geworden. Die haben auch eine gute technische Qualität. Die Sprecher sind wirklich hervorragend, das ist technisch wirklich gut gemacht. Wie kommst du denn auf neue Titel, die du dir vielleicht mal anhören möchtest? Also du hast vorhin gesagt, mit dem Sprecher guckst du öfter mal so nach dem Motto, ne, was hat der noch so gesprochen? Oder also wenn du jetzt, ich sag mal, du hättest fast alles durchgehört, was es so gibt und bist auf der Suche nach was Neuem, nach was wählst du das denn aus? Ja gut, ich stöbere halt auf den Internetseiten, speziell dieses Anbieters. Ich sehe mir die Empfehlungen an, die ausgesprochen werden in Bezug auf Krimis und Thriller. Und ja, dann gibt es ja immer diese Hörprobe. Die ist für mich immer ganz wichtig, weil ich
zum einen dann den Charakter des Sprechers oder der Sprecherin erfahre und wahrnehmen kann und auch, wie der Krimi angesetzt wird. Mhm. Also wenn die Hörprobe mir gefällt, dann kommt es in die Empfehlung. Und irgendwann, wenn ich dann soweit bin und mein Kontingent abgehört habe und ich wieder auf der Suche nach was Neuem bin, ja, dann schaue ich mir an, was es A, Neues gibt, B, was ich in der Empfehlung habe, mhm, und dann suche ich mir eins aus. Ja, hört sich gut an. Hast du auch schon mal Hörspiele gehört, also wo noch so Hintergrundgeräusche und so sind? Ja, ich hatte eine Serie dabei, die habe ich, müsste jetzt raussuchen, welche das war. Das war wirklich ein Hörspiel. Mhm. Das war gewöhnungsbedürftig, war aber ganz gut gemacht. Aber ich lasse mich halt sehr, sehr viel treiben und leiten von der Sprecherin oder vom Sprecher. Mhm. Na, wenn mir das zusagt, dann höre ich auch weiter und da gucke ich nochmal nach, mhm, was es sonst noch gibt. Einmal habe ich en bloc gekauft, weil es so günstig war, und eine, mhm, ganze Box von einem Autor, der es dann auch selber gesprochen hat. Ja, ich habe mir die alle 6 Krimis, die da drin waren, angehört, aber das war auch anstrengend, weil der Sprecher halt, Autor und Sprecher halt, seinen Stil hatte, der nicht unbedingt meiner war. Mhm. Wer war das? Wir sprechen von Jacques Berndorf. Mhm, okay. Ich möchte nicht so nahe treten. Die Krimis waren schon gut, aber... Ja, das ist wirklich so. Man muss das können. Das ist dieses Hörbuch sprechen ist wirklich eine Kunst. Das ist ja nicht ohne. Ja, das denke ich auch. Also nicht jeder kann das und sollte das vor allen Dingen auch machen. Da gibt es ausgebildete Leute für. Genau, also das heißt, deine Lieblingssprecher waren, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, Michael Schwarzmeier, Achim Buch, wer noch so? Ja, ich habe auch einige Bände gehört von Uwe Teschner. Mhm. Ja, der ist sehr gut. Mhm. Dann gibt es eine Serie, die wird von Christian Tramitz gesprochen. Auch das ist gut zu hören. Mhm. Sascha Chorn fällt mir noch ein, den ich gehört habe. Also das sind schon, das muss man können. Ne? Das ist wirklich toll, was die da machen. Ja, cool. Und kannst du nochmal genau die Buchtipps quasi sagen, die du, vorhin hast du schon so ein paar erwähnt, aber ich glaube noch nicht so ganz alle, ne? Also einmal den Andreas Gruber hattest du, glaube ich, schon gesagt, mit der Pulaski-Reihe, ne? Ja, dann gibt es noch für zwischendurch die Rita Falk mit dem Kommissar Eberhofer, also was Bayerisches. Davon gibt es ja auch 2 Versionen verfilmt mittlerweile. Hast du die gesehen? 5-mal schon. Ach, war's echt? So ein super witzig. Ja, auch mein sein. Favorit, wie gesagt, ist Lee Child mit Jack Reacher. Da gibt es insgesamt auch 2 Verfilmungen. Stimmt, mit Tom Cruise. Tom Cruise, ganz genau. Habe ich mir auch etliche Male im Fernsehen angesehen. Okay, aber dann liebe ich doch lieber das Hörbuch. Ja. Dann Chris Carter mit der Reihe, mit der Kommissarin Hunter und Garcia. Das gehört dazu. Jo. Andreas Föhr, da haben wir noch den Wallner. Das kann man auch gut hören. Mhm. Das ist auch wieder von Schwarzmeier gesprochen. Mhm. Kommissar Wallner. Ja, ansonsten muss ich dazu sagen, also wieder, wie gesagt, so richtig dicke Bücher lesen kriege ich einfach nicht mehr richtig auf die Reihe. Und ich bin auch durchaus bereit, auch was Neues an Hörbüchern auszuprobieren. Ja. Aber ich gucke, wie gesagt, in erster Linie immer, gibt es von den Serien, die ich kenne, gibt es da irgendwas Neues? Mhm. Muss also so ein bisschen Action und Handlung haben und kann nicht irgendwie so dahin plätschern, sage ich jetzt mal. Ja, ich sag mal so ein Krimi... Wenn ich das also mit einem Sachhörbuch vergleichen würde, bei einem Sachhörbuch musst du auch tief eintauchen. Ja. Diese Krimis, wie gesagt, wenn man auf Auto fährt, das läuft also eher so nebenbei. Mhm. Und wenn ein neuer Charakter auftaucht oder irgendein Sachstand beschrieben wird, den ich nicht ganz mitgekriegt habe, dann kann ich ja halt zurückspulen. Mhm. Das höre ich halt die Stelle halt nochmal. Also da sind die Krimis eher so von der seichten Sorte. Kratzen eher so an der Oberfläche. Ja. Das ist jetzt nicht so tiefgreifend. Aber wie gesagt, das ist genau das, was ich gerne habe, wo ich entspannen kann. Einfach gute Unterhaltung, wie gesagt, gut durchzuhören oder gut durchzulesen, ja. Nee, kann ich total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ja, eine Eigenart möchte ich vielleicht betonen, wie es mir so geht. Ich suche mir immer Krimis aus, die mindestens 10 Stunden dauern. Da hat der Autor und der Sprecherin genug Zeit, den Spannungsbogen aufzubauen. Mhm. Da hat man sozusagen ein bisschen was länger was davon. Ja. Ich habe auch schon Krimis gehört, die in 2,5 Stunden über die Bühne gegangen sind. Das ist einfach nicht gut genug für den Spannungsbogen, sage ich mal so. Mhm. Ist aber auch schwierig, sich in 2,5 Stunden irgendwie ordentlich was zu entwickeln von den Charakteren und noch den Spannungsbogen und noch die Handlung. Ne? Das stimmt schon, das ist irgendwie... Auch ein bisschen schwierig. Ist so eine Sache, die ich so sehe. Dicke Bücher sind für mich ein Graus, aber lange Hörbuchstücke nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, sehr gut. Ganz, ganz lieben Dank dir und bis zum nächsten Mal. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.
Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.